Außer Minsk als Weitläufer hat ja einen kleinen Listenbonus, 50%. Er müsste sogar höher sein, wenn er die Rüstung ablegt. Nein. Ah, ich glaube, er kann Listen nur benutzen, wenn er keine Rüstung trägt. Jo. Beinahe unter meiner Würde. Wobei ich finde, das für Waldläufer und gerade für Minsk ist sinnlos. Ist. Na, ihr zwei? Ja. Hauptgoblin erlitt nur Schaden, tot. Tja, so schnell geht das, Jungs. Toll, wieder Eliten. Eliten und eine ganze Wolke. Ich hab genug davon. Macht ja nichts. Gibt Erfahrungspunkte. Wenn auch nur 5-6 Stück pro Gegner. Ja, nichts leichter als das. Für die Gerechtigkeit. Ich bin ganz Ohr. Bevor du mich hier noch weiter abhaust. So. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Ein Ring. Ich hätte aber gerne den Eliten geplündert. Du warst nicht der Elite. Du warst. Hast du Gold? Bist du der Elite? Achso, jetzt verwechsel ich gerade die Hobgoblin-Eliten mit. Nichts leichter als Kommando-Kobolden. Gorion wäre auf eure Taten stolz. Hobgoblin-Eliten haben doch gar keine Feuerpfeile. So, langsam lichtet sich das Bild hier. Das könnte wirklich, obwohl das sieht ein bisschen zu groß aus für einen Fluss, das hätte vielleicht mal ein See sein können. So wie das aussieht. Also zu tief und klippig. Oder es ist einfach nur ein Canyon. Ja, das sieht man an den Kakteen hier, glaube ich. Ganz schön, dass das ein Canyon sein soll. Hier ist ein ganzes Kaktusfeld. Ja, genau, um das machen wir mal schön einen Bogen. Und hier ist ein gepflasterter Weg. Ich wollte schon sagen, eine gepflasterte Straße, aber dafür sieht das Ganze ein bisschen eng aus. Ich bin wirklich nicht von wieder zwei, drei Hauptgoblin-Eliten sogar. Macht nichts, das gibt Talisa die nötigen Erfahrungspunkte. 95. 60 wären 10, 15 und Person pro Hobgoblin-Elite. Ist nicht gerade viel, aber ist besser als gar nichts. Beinahe unter meiner Würde. Müssten wir also nur 100 Hobgoblin-Eliten töten, dann würde Talisa ihr erstes Level abkriegen. Nichts leichter als das. Hätten wir nicht schon einiges an Erfahrungspunkten zusammengesammelt. Und ja, ich bin gerade irgendwie erpicht drauf, dass Talisa ihr erstes Level abkriegt. Dass sie nicht mehr ganz so schlecht ist mit ihrer Waffe, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen vom Level abhängig, wie gut man mit seiner Waffe umgeht. Eure Anständigkeit ist erfrischend, wenn man so vielen Rippeln begegnet. So, jetzt bleibt nur noch das große Hochgebiet hier. Und um das zu erkunden, müssen wir wohl den Weg da hinten nehmen. Bin ja mal gespannt, was uns dann da oben erwarten wird. Wir werden schon mal nicht gleich wieder von Kobold-Kommandos überfallen und niedergemacht. Aber hey, hier oben ist es schön grün. Na gut, hier oben ist es auch überall schön grün.
Da drüben steht sogar ein einzelner Baum. Eine einzelne Tanne, oder sind das... Hier sind sogar zwei, wenn ich richtig sehe. Oder das ist doch nur eine. Die hier sieht etwas verhungert aus. So, wir haben... Ich habe irgendwie lachen gehört. Schule von Ulcaster. Hier könnten wir die Karte verlassen. In Richtung Gullikin. Das wollen wir allerdings nicht. Unter meiner Würde. Okay, da ist schon mal eine Ruine. Das müsste die Schule sein. Hier wurden also mal Kinder unterrichtet. Hä? Oder war das eher eine Akademie? Auf jeden Fall sieht das jetzt leer und verlassen aus. Ich glaube, wir machen erst einmal einen Bogen um die Schule, dass wir wissen, wie groß sie ist, bevor wir uns zwischen den in den Räumen, in den Ruinenmauern umsehen. Ah, ist doch schon ein Stückchen größer, das Teil. Ja. Und, oh, ein Geist, der uns nicht angreift. Hallo. Die beste Schule von allen. Ein ganzes Lager voll mit geheimem Wissen. Verloren, alles verloren, ist jetzt ein gewöhnlicher Kerker. Wir strebten alle nach Wissen, nichts ist uns geblieben. Es gäbe neue Hoffnung, wenn nur ein einziger Leitfaden wiedergeholt werden könnte. Unter dem Schutt in dem Untergeschossen. Hoffnung kehrte zurück. Die Geschichte ist von großer Bedeutung. Ein Tagebeitrag. Allem Anschein nach spukt in den Ruinen seiner Schule der Geist von Ulcaster selbst. Ich weiß nicht, was er sucht, aber er erwähnte, dass er wieder ein wenig Hoffnung schöpfen würde, wenn man ihm einfach nur einige der Leitfäden wiedergeben würde. Seine Worte schienen anzudeuten, dass Bücher unter dem Schutt dort unten vergraben sind. Ich werde die Augen offen halten. Naja, wenn wir Glück haben, finden wir noch was anderes Schönes für uns selber. Und wenn wir dabei einem alten Geist helfen können, warum nicht? Das gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte. So, wir haben, glaube ich, ganz Ulcaster einmal umgangen. Und es ist schon etwas größer als erwartet. Ja, gut. Oh, ein Kobold. Ich hab genug davon. Ein paar Kobolde. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Gerechtigkeit. Ja? Dies ist mein Wunsch. Gut. Und irgendwer lacht hier wie verrückt. Ja, der da. Fleisch? Hier genug, um mich wieder ganz zu machen. Halt, Gespenst, und gebt euer Wesen preis. Ich bin Isharit, der größte aller Kämpfer. Ich will Leben und Blut schmecken noch einmal. Eures wird das erste sein in 100 Jahren. Ja? Also was Übleres. Was wollt ihr? Ich glaube, ich spreche mal Segen. Ihr habt gerufen. Und du verbritzel ihn mal. Schnell, ihr zeigt. Du trinkst einen Trank und läufst ein bisschen weg.
Ja, oh ihr allgegenwärtige Autorität. Oh, du verbritzelst den weiter. Wow. Okay, er ist tot. Er ist tot und hat uns wie viele Erfahrungspunkte gegeben? Wow, das war mal schöne Erfahrungspunkte. Beinahe unter meiner Würde. Ja, aber hallo. Nur Minsk sieht jetzt nicht mehr so toll aus. Ein Knüppel. Melfs Säurepfeil. Den kannst du wahrscheinlich leider nicht lernen, ne? Pflege plus 1 brauchen wir nicht. Nein, den kannst du leider nicht lernen. Ah, deswegen verkaufen wir den einfach mal. Ganze Schmuck und Geschmeide mal weg. Legen. Ja? Was wollt ihr? Und du heilst mit deinen beiden Heilungen noch Minsk. Ihr habt eine Aufgabe? Du kannst Minsk einen frischen Trank geben. Minsk kann auch einen davon trinken. Jetzt hat er einen aus seinem Slot getrunken. Naja, toll. Was? So, du heilst nochmal Minsk. Ja? So. Gut. Damit wäre das wenigstens erledigt. Jetzt wissen wir auch, wer hier so verrückt gelacht hat. Kameradschaft, Abenteuer, gutes Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Das war wirklich mal eine große Schule, bevor die Natur sie zurückholte. Ist halt immer die Frage, ob Untote da noch dazwischen rumlaufen. Hier in dem größeren Gebiet vor allem. Und hier sieht es so aus, als ob es runtergeht. Schule von Ulcaster. Ja, sogar mit einem großen Schild. Mit einem Buch drauf, dass man ja weiß, dass hier die Schule von Ulcaster ist. So, ich will gucken, dass ich so viel wie möglich aufdecke und Kobolde finde. Bei der Sache. 7 Erfahrungspunkte für einen Kobold. Na komm, den einen da drüben, den kannst du verkloppen. Was wollt ihr? Oder auch nicht, weil der zurückgelaufen kommt und sich da drin versteckt. So genau. Das hier sieht etwas offener aus. Das wird wahrscheinlich der Schulhof gewesen sein. Man kann es ja mal versuchen. Und das hier ist das letzte Fleckchen. Den schwarzen Fleck, da können wir leider nicht sehen. Ne? Nichts leichter als das. Nee, das sind Räume ohne Türen. Nur mit Fenstern. Macht nicht so viel Sinn, aber okay. Noch ein Kobold. Ein paar Kobolde. Die rote Variante, die ist, müsste aber genauso wenig schlimm sein wie die anderen. Ja, das hier ist die der Eingang zum Kellergewölbe, würde ich mal meinen. Was wollt ihr gut? Das heißt, wir werden uns jetzt hier auf dem Schulhof kurz niedersetzen. Oh, das Witzchen, da hätten wir noch zu erkunden. Also das können wir machen, wenn wir wieder rausgekommen sind, bevor wir die Karte verlassen. So, einmal rasten. Weil, hat sogar geklappt. Was? Dann heilst du einmal Kali, du einmal Minsk. Du heilst dich am besten noch mal selber. Du heilst noch mal Kali. So, ihr merkt schon, die Heilungen bringen fast gar nichts mehr. Man kann es ja mal versuchen. Oh, eine Kette, die lassen wir nicht liegen.
Ist zwar nur eine Blausteinhalskette, trotzdem. Was? Nichts leichter als das. So. Eine Etage tiefer und hier mal ein Quicksave. Weil ab jetzt wird's lustig. Ja, gut.